Hallo, willkommen zurück zu Blasphemous. Ich habe versehentlich gerade statt Alt F9 zum Aufnahmestarten Alt F4 gedrückt. Deswegen habe ich wahrscheinlich ein bisschen anderes Live, ein bisschen andere Tränen, aber halb so wild. Bin doch gerade hier runtergefallen, bin wieder hochgestaxelt, bin nach links raus, bin wieder rechts rein, damit alles wieder so aussieht wie vorher. Deswegen weiß ich auch, dass hier so ein Dingsmus auf uns wartet. Aber welcome back. Rußiger Knoblauch. Von schwarzem Staub bedeckte Knolle. Ein solcher Fund ist ein gutes Omen, denn dies ist die erste Frucht, die auf verbrannter Erde wächst. Ein aus ihr gebrauter Tee soll viele Leiden lindern, obwohl nur wenige wagen, dies zu versuchen. Wunderbärchen. Dann gibt es links und rechts einen Durchgang. Sollen wir hier mal alle Bilder aktivieren? Ja, ne? Das wäre der Aufwärtsschlag gewesen, sagen wir es mal so. Die können ohne Witz nur waagerecht rumdüdeln? Wow. Ich dachte, die hätten freie Bahn. So, was ist jetzt hier? Aha. Sehr hübsch. Okay. Au! Hat er mich angeknabbert, ne? Hat er mich einfach angeknabbert. Oh, hey! Ich wusste nicht, dass es hier noch einen Shop gibt. Ja, moin, wir haben nur kein Geld mehr. Schön, dich hier zu sehen. Ja, gerne doch. Was ist das für ein Schlüssel? Lass mich raten, 11.000. 10.000. Hauptschlüssel, geschmiedet aus Stahl. Die Hitze des Schwertes, das der Großinquisitor bei sich trug, drang selbst durch die kältesten Mauern und Knütte von seiner Ankunft. Also 10.000 müssen wir dafür blechen. Was ist das hier? Weidenknoten. Kostet auch nur 4.000. Spiralförmig umsponnene Perle, überzogen mit einer dünnen Lackschicht, die sie vor Abnutzung und Verschleiß schützte. Die Hand einer Mutter flochte dieses Strähnen. Was für ein Satz. Und segnete sie. Ihr Einfluss schützt den Träger vor Schaden durch Gift. Und die Gallenflasche. Kostet auch nochmal 9.000. Das heißt, wir brauchen hier 23.000 oder so. Dankeschön. Das markiere ich mir mal auf der Map. Wenn wir irgendwann mal Geld haben sollten. Toll, ich dachte, ich halte mich da oben fest. Frick! Ja, Mahlzeit, ne? Ich dachte, jo, hältst du dich easy peasy oben fest? Alles kein Problem. Oh. So zum Beispiel, ne? Okay, das war der Aufwärtsschlag. Sehr cool. Sehr cool aus dem Bild gezogen. Ja, da hätten wir es dann den Dreiverschlag gerade gemacht. Und wären da dann auch mit dem Special Move am Start gewesen. Aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Gerade so. Gerade so ausgewichen. Habe ich nicht verdient, dass ich da ausweiche, aber hey. Weh, da gibt's nichts Geiles hier oben. Oh. Da muss ich von der anderen Seite ran. Oh nee, was ist denn hier schon wieder am Ausrasten? Ach nichts. Du musst einfach nur hier durch. Nur ist gut, ne?
Egal, das lohnt sich sicher. Oh, noch ein Quecksilber. Wie gut. Das kennen wir schon. Außer die Sage ist anders, aber ich glaube mal nicht. Ah, erstmal hier nach rechts. Das sollte eigentlich ein Sackgassenraum sein. So wie das auf der Karte aussieht. Tatsache. Nicht Tatsache. Wir salben uns. Warum auch immer das auf Nein gesprungen ist. Okay. Alrighto. Dann geht's weiter nach links. Miau. Größere blaue Perle, dankeschön. Kommst du runter hier? Oh, hier sind wir. Ja, Wahnsinn. Kniescheibe von Sebastian, dem Puppenspieler. Sebastian Wodja lebte umgeben von seinen Puppen. Für ihn waren sie seine Familie. In der Nacht, in der er in den Flammen seines Theaters umkam, soll er geschrien haben, ihr dürft euch nicht bewegen. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ne? So, wir haben hier einen Teleporter am Start. Da oben brauchen wir noch irgendwas mit den Wurzelgedöns. Ich bin aber schon fast geneigt, jetzt hier hochzugehen. Wäre eine Möglichkeit, ne? Da ist der Quecksilber-Guy. Und wir könnten natürlich auch... Okay, wir gehen zum Quecksilber-Guy rüber. Oh, das... die haben nicht so viel... Hits gebraucht. Na, kein Problem. So, das ist der Albero-Speicherstand. Jo. Halt. Erst liefern wir Knofi ab. Und vielleicht noch irgendwas anderes? Bin mir nicht sicher. Nee, der Knofi ist wahrscheinlich der letzte. Der rustige Knoblauch, bitteschön. Dafür kriegen wir 8000 Tränen. Aber wir haben nichts mehr, ne? Nope. Hammernet. Ja. Die Knochen gebe ich jetzt auch nochmal schnell ab. Alle, die wir bisher nochmal neu gefunden haben. Hier wird immer mehr eingedüdelt. Noch mehr Tränen, dankeschön. Oh, noch mehr Tränen, dankeschön. The bones thank you for your help, O virtuous penitent one. Bring the bones before me. Geht da. Somit haben wir gleich wieder 15.000 Tränen. Ja, moin auch, ne? Das geht schon klar. So, und jetzt zu dir. Schau mal, ich habe neues Quecksilber für dich. Flaschen verbessern. Graceful be the heart. With this silver, I bless the mixture. That will recover your spilled blood. Okay, die Heilkraft wird doch mal erhöht. Wir haben zwar weniger, aber damit gibt's noch mehr Quecksilber? Scheinbar ja. Scheinbar ja. The Quicksilver, which is capable of flourishing. Holy. Alright, Wir könnten auch eben hier hingehen. Gerade nur kurz am gucken. Da oben gibt es, glaube ich, keine Räume mehr. Ja, ich glaube... Wobei... Das ist ein Aufzug, der wird uns ganz nach oben bringen. Das heißt, so schnell kommen wir da nicht hin. Wir gehen erstmal hier rechts rüber.
Ja. Oder gibt's hier vielleicht noch... Das ist natürlich jetzt nicht so günstig, die Ansicht. Hier gäbe es noch mal was Schnelles. Das könnten wir auch zuerst machen. Bruderschaft der stummen Trauer. Mehr mal mich selbst. Ich krieg keine Tränen mehr vom Zeug kaputt machen. Dann gucken wir erstmal zur Bruderschaft der stummen Trauer rüber. Das hört sich doch gut an. Stopp, hier, oder? Das war auch nicht so prickelnd, ne? Bin schon wieder eins zu weit. Man sollte sich vielleicht auch die Karte so ein bisschen einprägen. Da ist keine Chance. Also bei mir besteht da keine Chance. Also, wir müssen zwei nach oben, glaube ich. Ja. So, dann zerhackstückeln wir dich doch auch mal. Kommt dann auch noch mal so ein Ding. Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Alright. Dann checken wir das auch aus. Keine Plattform diesmal. Och. Nicht geblockt gekriegt. So. Oh nee. Crappity crap. Ich wollte eigentlich versuchen, den zu blocken. Aber lass mich raten, es kommen drei von denen. Nee. Die Raddödel haben wir aber auch schon ewig nicht mehr gehabt, oder? Ja, piekst ruhig. Ich guck mal, ob ich hier wegrollen kann. Ja. Hauptsache nochmal die Inbrunst erhöht. Das ist echt angenehm jetzt hier. Alles auf einmal. Das sollte ich vielleicht jetzt gleich nochmal aufladen. Nee, warte, ist das... Ja, wie cool! Da sieht man die Olle hier schon. Zu spät, geblockt. Okay. Das war relativ einfach jetzt mit dem Fortschritt, den wir schon haben. Herz des einsamen Klangs. Was macht das? Und einen großen Spross erlangt. Gleich zwei Sachen. Herz des einsamen Klangs. Schwertkern, der Widerhalt von einem rätselhaften Klang. Kann in mehr Kulpa eingewickelt werden, bringt die Klinge zum Vibrieren und lässt sie so bestimmte immaterielle Geschosse zerstören. Verringert jedoch auch den elementaren Widerstand des Trägers. Und der große... Gott, das sind... Wo sind die Questdinger hier? Der große Kern. Großer Spaß. Kleines Geschenk von Deo Gracias. Unter den Handschutz eures Schwertes in das Bildnis der Verdrehten genagelt, mit dem Mirakel entsprungenen Dornen, nähern sich von Sünde und Schuld, wachsend mit der Bürde des Trägers. Das heißt dann... Moment, ist das einfach nur Verstärkung für unser Schwert? Machen wir deswegen hin und wieder... Also immer mal, was ist immer mal wieder und hin und wieder, ne? Machen wir deswegen... Och, warte, stopp. Kann es sein, dass... wir mit diesem Sprossgedöns
wenn das irgendwie ausgewachsen ist, diese Ranken aktivieren können und die von alleine kommen? Kann das sein? Wäre schon nicht verkehrt, ne? So, wir teleportieren uns jetzt dann wieder hierhin zurück nach Albero. Oder gibt's hier was Sinnvolleres? Ach, nicht wirklich, ne? Okay. Teleport nach Albero. Plopp, plopp, ploppity plopp. Und Abmarsch. Ja, die Challenge-Räume möchte ich jetzt machen. Ich glaube jetzt nach oben und rechts. Schauen wir mal, ob das richtig ist oder nicht. Wir probieren es einfach mal. Plupp. Miau. Oh. War das mit dem Schwein schon vorher so? Mit dem fetten Schwein? What the freak? Okay. Ja, die geben natürlich jetzt fast nichts. Aber die Special Kills könnte man... ja, in Anführungszeichen farmen. Oh, wieder eins zu hoch, ne? Das ist wieder der Umweg, der nicht sein muss. Hauptsache mal die Inbrunst. Robin, komm, hau mal zu. Einfach nur, um eventuelle Engel umzuhauen, die rumschweben, die wir sonst nicht erreichen. Au. Moment, war hier oben nicht auch einer? Ich dachte, dem war mal so gewesen. Also, diese Special Kill Animationen sind schon teilweise echt nice. Tja, ja, nice. Voll reingedödelt. So habe ich es am liebsten. Okay, wir müssen runter. Können wir nachher so umklatschen. Okay, das passt schon noch. Das passt schon noch. Ja. Hi. Ja, jetzt wo man das weiß, ne? Ja, okay. Zwei Plattformen. Also die hätten wir zurückschlagen können, wenn wir diesen Kern eingesetzt hätten. Hätten davon aber auch mehr Schaden gekriegt. Ich wollte gerade sagen, warum ist da in der Mitte irgendwas aufgeploppt, obwohl da kein Gegner kommt? Ja gut. Hat sich einfach versteckt, der Segel. Schön auf gut Glück. Schön auf gut Glück aufladen, das passt schon. Irgendwann oder irgendwas triffst du immer. Zack, weg mit dem. Weg mit dir. Wow. Da hat das Schwert noch ein bisschen rumgespritzt nach vorne.
war unnötig, aber Spaß hat's gemacht. So, komm mal runter hier. Ach, das war's schon. Ich dachte, es kommt noch ein Brocken oder so. Ja gut, dann gib mir meine Belohnung. Ja, Tränen da ab, bitte. Dankeschön. Und was noch? Dornenstrauch. Es wird ja immer mehr, ne? Es wird ja immer mehr. Immer mehr, die zu seinen Shows kam. So. Hier ist noch eins. Und hier drüben auch. Oh. Beim Aufstieg der Klage direkt. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hoch. Und dann Aufstieg der Klage hinterpretieren. Klingt das gut? Das klingt gut. Ich hoffe zumindest, dass das eine gute Idee ist, die alle wegzuballern. Hä? Warte, stopp. Nee, passt schon. Ach, du bist noch... Uff, ich dachte, wir hätten hier alle Gegner platt gemanscht. Lass uns gucken. Füllt das... Ah, nicht komplett auf. Nicht komplett auf. Aber eine sehr gute Portion. Nicht zu verachten. Ah. Das laden wir wieder auf, danke. Ich werde auch... speichern, wenn wir irgendwo günstig vorbeikommen. Aber hier ist, glaube ich, eh einer draußen, ne? Nein? Ich dachte, doch. Okay. So, einmal kurz speichern. Noch auf die Map gucken und dann links, 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 links. Ah! Oh. Da liegen zwei Sachen. Schön. Gefrorene Olive. Kannst du in der Rosenkranz einbauen. Sommerfrucht, gefangen in einem endlosen Winter. Geboren aus einem Olivenbaum, der sich in ein Gefängnis verwandelte. Die gefrorenen Öle stärken die Verteidigung des Trägers, wenn dessen Kräfte fast erschöpft sind. Als Chemino mit den anderen Verdammten den Pfad der gefrorenen Olivenbäume kreuzte und man auf die grausigen Metallskulpturen zuging, wo man verlassen sterben würde, trat sie barfuß auf eine Olive, die noch nicht unter dem Schnee verschwunden war. Ohne Aufmerksamkeit zu erregen, hob sie sie auf und barg sie in ihrer Hand, wohlwissend, dass dies ihr letzter Schatz sein würde. Und das hier? Getrocknete Blumen, von Tränen durchtränkt. Blütenblätter des Olivenbaumes vom Frost konserviert. Wahrhaft bittere Tränen verhinderten ihren völligen Verfall. Nun sind sie ein niemals gemachtes Angebot, verloren im Schnee, bevor es das Grab des Heiligen erreichen konnte. Nun, ich erinnere mich mit großer Trauer daran. Engracia war eine von uns, geboren in Albero, so wie du und ich. Sie war aber ein merkwürdiges Mädchen, denn wenn die anderen nach einem Tag auf den Olivenfeldern nach Hause gingen, blieb sie in den Bergen. Einige erzählten, sie hätten sie weinen gesehen. Wir dachten also, sie wollte unter den Olivenbäumen verweilen, um mit ihrer Trauer allein zu sein. Damals litten wir unter einer jahrewährenden Dürre. Während alle anderen Feldfrüchte verdorrten, gediehen die Olivenbäume jedoch weiter. Zur Überraschung aller warfen sie weiterreiche Ernte ab. So kam das Gerücht auf, dass das Mädchen die Olivenbäume mit ihren Tränen wässerte. Eines Morgens fand man sie tot auf. Sie lehnte an einem der Olivenbäume. Wir begruben sie in einer kleinen Höhle in der Nähe. Am nächsten Tag waren alle Olivenbäume verdorrt. Ja, also, im Prinzip nur eine kleine Story, aber irgendwie schon krass. Irgendwie schon krass. Das war auch vom Timing her echt weird. Das war, glaube ich, genau hier P.
pixel-perfect, dass das noch funktioniert hat mit den Blocken. Was war da drin nochmal? Ah ja. Einfach irgendein Boost. Scheißteile, ne? Ach. Och nö. Ach, die Steine kann man auch einfach so schlagen. Gut. Knapp geworfen, der Dulli. Das war nicht so geplant. Da haben wir schon alles rausgekauft, oder? Ja, doch, doch. Das war der erste, den ich, glaube ich, markiert und aufgesucht habe. Sadala, dann gucken wir doch gleich mal. Bling, blong, bling, blong. Gib's mir. Raum. Oh, mit Death Pit. Ich merke, die Steine werfe überhaupt nicht. So, dann kommen sie mal ran hier. So. Wer will hier gleich eine Fett aufs Maul? Nicht übermütig werden, die hätte mich fast in die Grube gestoßen. Die hätte mich fast in die Grube gejagt. Aber auch nur fast. Ach, stimmt. Was, du lebst noch? Mit der Aktion hat es mir verbaut, den Finisher bei der Ollen zu machen. Ich dachte, ich bin schlau, ne? Und gebe erstmal ein bisschen Inbrunst aus, bevor ich neue krieg. Ja. Alles easy hier, ne? Die mittlerweile mit einem Hit weg sind, die sind alles auch richtig nice. Oh nee. Nee, 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 nee. Das sind wieder die Gesundheit-Viecher. Oh ja! Okay, der war böse, der war dumm, der war scheiße, der war nicht cool. Habe ich davon gespeichert? Ja, ne. Gott sei fucking Dank habe ich das Ding genommen. Gott sei fucking Dank habe ich das Ding aktiviert. Komm, den Raum machen wir heute noch. Der ist vielversprechend böse. Dann eben nicht. Aber jetzt vielleicht. Nee. Du kannst da echt schlecht rutschen und einen kalt machen.
Komm, lässt du wieder mit den Statuen? Jo. Nimm mich erstmal. Komm, lad auf! Überlegt, ob ich ja bei ihr vielleicht reinrutschen soll. Könnte man auch falsch verstehen, wenn man das ohne Kontext sieht. Ich bin geneigt, bei ihr zu sagen, friss einfach das da zweimal. Könnte aber schon das letzte gewesen sein. Ja. Okay. Ja, die waren böse. Die waren böse mit der Death Pit. So, Glut eines zerstörten Sterns. Also keine Tränen diesmal bekommen. Und was noch? Den Dorn wahrscheinlich wachsen lassen. Blutbefleckter Dornstrauch. Glut eines zerstörten Sterns. Seltenes Mineral, das ein Bergmann in einer tiefen Felsspalte fand. Die arme Seele verlor den Verstand, nachdem sie sich im Labyrinth seiner Facetten verloren hatte, die ein nicht existentes Licht widerspiegeln. Erhöht die durch Angriffe erzeugte Inbrunst. Ach, will ich das? Was habe ich denn momentan da drin? Die den Sünden des Trägers ausgenommen hat, bis sie ganz davon erfüllt war, umschließt einen Sturm der Schuld und birgt das grollende Echo vergangener Fehltritte. Statuen von Bekennern trugen solche Perlen, um die Schuld räudiger Sünder aufzunehmen. Ich weiß halt auch nicht, wofür die Teile gut sind, ne, teilweise. Erhöht die Verteidigung. Das ist meine Ansage. Reduziert die Ausweichabgabezeit. Passt. Erhöht die Verteidigung. Oh, raus hier. Schützt vor Stürzen und verkürzt die Erholungszeit. Also wenn du eine aufs Maul kriegst, nehme ich mal an. Gewissen Schutz gegen Feuer. Lebensessenz von Feinden sehen, ja. Lebenskraft erhöhen, das ist schön. Das habe ich schon drin. Erhöht die Kraft von Gebeten. Ja, könnte man mitnehmen. In der Luft zusätzlichen Schub. Puh. Ah. Beim Exekutieren machst du schon mal Schaden an umliegende Gegner. Das könnte auch interessant werden. Magische Angriffe. Ausweichdistanz erhöhen, ja. Schutz gegen Gift. Inbrunst erhöhen. Mehr Inbrunst. Durchschläge. Mehr Inbrunst, Durchschläge. Ich glaube, das ist auch so das Credo von der christlichen Kirche früher gewesen. Wir fahren mal runter. Auch wild, ne? Dass einfach über der Ortschaft angeblich noch irgendwas Krasses hängt. Ah. Weird. Für euch habe ich nichts, oder? Nope. Für euch habe ich nichts. Es tut mir ja so sorry. Rutsch und rutsch und rutsch. Ach, dann sehen wir uns das nächste Mal. Hier, beim Aufstieg der Klage. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.